Hallöchen, Popöchen, liebste Freunde der YouTube-Burm, servus, grüßt euch und hallo. Endlich sind wir wieder da. Was heißt mir? Ich bin ganz allein. Heute bin ich ganz allein bei meiner Aufnahme. Ganz alleinig muss ich an dieser schönen Behausung weitermachen. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ich nehme jetzt nämlich auf. Seit Wochen habe ich nämlich nichts mehr aufgenommen. Haben wir nichts mehr aufgenommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ich habe schon wieder alle Tastenkombinationen vergessen. Aber morgen muss eine neue Folge raus. Morgen am Mittwoch, den 13. Mai. Und keiner hat Zeit. Der Shogi ist verhindert. Oh, der General ist verhindert. Und nichts passiert. Also alle sind verhindert, nur ich würde eigentlich auch verhindert sein. Was frisst denn du da schon wieder, du Schaf? Du blödes Schaf! Du blödes, frisst mein Rasen weg. Na also, der Shogi ist verhindert, der General Vasti ist verhindert und ich müsste eigentlich arbeiten. Weil ich habe am Freitag einen wichtigen Termin in der Arbeit. Aber das Minecraft ist mir wichtiger, so bin ich zu euch, für euch und... Das ist unser neues Silo, wo erklärte Kisten reinkommen. Also ich muss jetzt einmal Bestandsaufnahme machen, weil ich kenne mich gar nicht mehr aus. Also hier ist ein Bett, das weiß ich. Hier sind Werkbänke, hier Öfen. Und unten haben wir unsere kleine Farm mit mittlerweile zwei Hühnern. Weil eins habe ich ja in der letzten Ansagefolge, da habe ich ja ein Huhn heimgeholt. Ja, sind jetzt zwei. Übrigens, heimholen. Ich war erst in Österreich. In Wien. In Vienna, muss ich sagen. In Vienna, beim Freund, beim guten Freund. Und jetzt könnte ich eigentlich schlafen, fällt mir gerade. Ja, beim guten Freund und da habe ich nur... Hilfe, der hat sich ja neben das Bett gelegt. Und da habe ich mal wieder die österreichischen Genüsse mir einverleibt. Ja, keine Ahnung. Mir ist gar kein besseres Wort dafür eingefallen, dass ich Spaß gehabt habe. So. Ja, das ist unser tiefer Brunnen. So schaut er nämlich aus. Ist gar kein Brunnen. Ich brauche eine Schaufel. Habe ich denn eine Schaufel da? Staufel. Ja. Dann werden wir hier ein bisschen kloppen. Weil jetzt haben wir schon 2 Minuten geredet. Also ich habe 2 Minuten geredet. Ich tue immer majestätischen Plural benutzen. Fällt mir gerade auf. Und noch nichts passiert. Dann werden wir hier mal kloppen. Eieiei, das ist eine Musik, die habe ich neu dazugefügt und die fällt mir nicht so recht. Eieiei. Habe ich nur. Ich habe keinen Stein mehr. Ja, dann gehe ich in den Steinbruch. Ich habe ja einen eigenen Steinbruch. So, geht er weg. So. Und dann werden wir da mal Weize ernten, wenn wir soweit dann kommen. Haben wir schon. Das haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen, also ich glaube, das habe ich offscreen ein bisschen beim letzten Mal weitergebaut. Hier soll das so aussehen. Also hier sollen da so Durchgänge sein. Hier werden die Felder bewässert und da vorne ist der Creeper. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier reingeraten? Ob ich das schaffe? Ist was? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Gehst du. Oh. Also irgendwie habe ich es noch nicht drauf. Ich weiß nicht, wie ich den Creeper besiegen kann. Aber es schaut jetzt eigentlich ziemlich nett aus. Da ist nämlich schon... ich kann das einfach mal beleuchten. Wenn man dachte. So, du Skelett, geh weg. Jetzt stürze ich mich gleich schon wieder in Gefahr. Kaum zu fassen, aber wahr. Der Ritter Kunibert ist gleich wieder in Gefahr. Also Shotgun Inter, der ist leider heute verhindert. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wo geht's denn da rein? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es reingeht. Ah, da geht's rein. Der ist leider verhindert. Der muss nämlich ganz wichtige Sachen machen. Der muss nämlich... der hat ein neues Projekt. Das Projekt muss er nackt sein. Na, Schmarrn. Na, er hat wirklich ziemlich viel... Oh! Was ist denn hier los? Eisen! Ironore. Dann mal gleich eine Fackel hinmachen. Ein Eisenerz. Das freut mich doch sehr. Also der ist verhindert. Wie ihr wisst, der ist immer sehr stark beschäftigt. Das habe ich ja schon mal... Das habe ich bestimmt irgendwann einmal gesagt. Und ich kann das nicht mehr aufnehmen. Ja, gibt es das auch?
Indem wir das da wegschmeißen. Und? Habe ich es aufgenommen? Ja, super. Der ist schwer beschäftigt. Und jetzt muss ich die Bude hier alleine rocken. Alles mache ich. Nächste Woche gibt es ja dann unser Gewinnspiel. Wo man einen Amiibo Toon Link gewinnen kann. Ich hoffe, ihr macht's rege mit. Ich würde mich freuen. Weil ich an sich schon eine coole Sache. Was gibt's noch heute? Heute habe ich einen interessanten Artikel in Bild.de gelesen. Ein Engländer, der hat, da habe ich so viel lachen müssen, der war auf dem Flieger nach Mallorca. Das wollte ich unbedingt im Let's Play erzählen, weil es so geistreich war. Der war im Flieger nach Mallorca. Hoi, Erde. Und da war er und seine Saufkumpane schon echt voll am Bechern. Heute, wie geht es dir wieder? Ich habe keine Sticks. Aber ich habe immerhin 26 Steine, das langt ja. Der war am Bechern. Und dann haben seine Kumpane, seine Psoffenen, zu ihm gesagt, hol doch bitte den Pinocchio raus. Und tatsächlich, er hat über seinem besten Stück hat eine Tätowierung, die aussieht wie Pinocchio-Augen und Pinocchios Hut und was weiß ich. Und ihr könnt es euch ja vorstellen, die Fluggesellschaft war nicht so amused, als dann plötzlich der Pinocchio frei in der Luft war, also so ganz unverblümt. Und jetzt hat er nicht mehr zurückfliegen dürfen. Aber seine Kollegen haben zusammengelegt und er konnte wieder nach England. Das ist ein typischer Engländer. Ja, wobei, das könnte auch ein Deutscher gewesen sein. Weil so sind nämlich auch die Deutschen und schon wieder nichts. Ach, ihr blöden Hühner. Das habe ich euch gelesen. Das war so geistreich, dass ich mir gedacht habe, das muss ins Let's Play. Oder? Oder etwa nicht? So. Warte mal schnell. Da machen wir das zu. Und wie machen wir denn das? Ja. Ja, man glaubt es kaum, in was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wo ich in Vienna war und wo wir keine Folgen mehr aufgenommen haben. Das war auch jetzt schon einen Monat her, so ungefähr. Was da alles passiert ist, Tadl und Ardi, also Tardi, Tadl und Ardi haben es tatsächlich geschafft, etwas auf die Reihe zu bringen. Ich bin begeistert. Also, dass sie was auf die Reihe gebracht haben. Von dem, was sie auf die Reihe gebracht haben, schau mal, da bin ich jetzt nicht so begeistert. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Das ist nämlich so die Chrome-EP und die soll so einen ganz besonderen Rap zwischen Elektro, Rap, Pop, irgendwie sowas so Chrome-mäßiges sein. Und naja, mir gefällt es jetzt nicht. Aber ich bin ja auch nicht derjenige, der es kaufen soll, sondern es sollen ja Kinder kaufen. Vor allem, ich finde gerade, was sie so an Reimen und Harmonien reingebracht haben, ist sehr, sehr einfallsreich. Also da endet praktisch jeder Vers rennt immer auf einen einzigen Reim und die nennen es dann immer so, also, keine Ahnung, was gibt es denn da Beispiel? Zum Beispiel, keine Ahnung, Adi hat ein neues Kleid, Tadl findet es richtig geil, immer so. Beide haben eine schöne Zeit, den er hört, wenn einer schreit, so ungefähr. Also immer so, eit, eit. Und das finde ich halt immer mega, naja, einfallsreich. Was mache ich eigentlich? Ich wollte jetzt eigentlich Stickies machen. Aber mei, wenn es den Kindern gefällt, man kann ja den Musikgeschmack von manchen Menschen nicht nachvollziehen. So, und jetzt habe ich einen Scheißdreck gemacht. Ah, Eisen. Hui, Eisen. Hui, 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 so mache ich das. Ich kenne übrigens jemanden, der heißt Hui. Habe ich bestimmt schon erwähnt. Ist ein ganz nettes Mädel aus China. Aus der Nähe von Shanghai. Genau. Hui. Hui, hui, hui. Die Hui. Ein ganz nettes Mädel aus China, aus Shanghai. In der Nähe, glaube ich, Shanghai. War es Shanghai? Ich denke, es war Shanghai. So. Und jetzt haben wir das weg. Ich glaube, das ist das nächste, was wegfliegt. Ja, ja. Ja, oh. Nichts mehr haben wir. Jetzt muss ich schon wieder. Also entschuldigt, ich bin ein bisschen planlos heute. Aber. Ja! Ja! Ein Küken, ein Piepenmatz. Hallo, Piepenmatz. Hallo. Hallo, yeah. Ja, endlich. Endlich ein Küken.
Und also der Shogi wird sich freuen, der General wird sich freuen, weil er hat ja nie geglaubt, dass der wirklich in Piepmatz rauskommt. Das ist doch krass, oder? Aus zwei wurden drei. Eine schrecklich nette Geschichte. So. Und ich werde heute auch gar nicht so lang machen, weil jetzt gleich kommt Bayern gegen Barcelona im Fernsehen. Und wie ihr wisst, bin ich der riesen FC Bayern-Fan. Nicht. Not. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Also ich bin nicht der Bayern-Fan und ich hoffe, dass Barcelona gewinnt. Darf ich das überhaupt sagen? Nicht, dass ich den Hate abbekomme, aber dann ist es mir wurscht. Also wenn ich jetzt für so einen Schmarrn gehatet werde, dann will ich sogar gehatet werden. Weil, bitteschön, wer ist denn Bayern-Fan? Entweder man ist in Bayern geboren, oder also dann ist man entweder Bayern-Fan oder 60-Fan oder Nürnberg-Fan oder frag mich nicht. Also es gibt ja tausend andere Clubs in Bayern. Aber es sind ja meistens diejenigen, die mich aufregen, die nicht in Bayern geboren sind und einfach nur Bayern-Fan sind, weil sie meinen, ja Mann, ich suche mir den besten Club der Welt raus. Das ist wohl der FC Bayern und von dem bin ich dann Fan. So läuft es ab, liebe Freunde, und das finde ich jetzt nicht so prall. Also Fan sein hat ganz viel auch mit Leidenschaft zu tun und Leidenschaft kommt ja wirklich von Leiden. Liebe Freunde, wer hätte es gedacht? Leidenschaft. Boah, ist da viel gewachsen. Erntemond. Harvest Moon. Samen. 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 Hey, schon wieder Samen. Schon wieder Samen. Ich krieg mehr Samen raus und das ist auch schon gewachsen. Ja, krassomat. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so schnell wächst. Ja, also ich wollte mal sagen, man kann ja ruhig Bayern-Fan sein, aber da muss man auch aus Bayern kommen. Weil sonst finde ich es ein bisschen übertrieben. Ich bin ja auch nicht Dortmund-Fan. Weil zum Dortmund-Fan muss man schon aus Dortmund kommen, finde ich. Oder aus der Region. Nein! Jetzt habe ich es zerstört. Nein, so. Und der viel Samen. Da hinten zieht jetzt gleich der Erntemond auf. Der Harvest-Moon. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesagt. Genauso wenig, dass Tony Hawk eine große Nase hat. Das Tony Hawk Let's Play, das geht in die finalen Runden. Diesen Freitag soll eine der letzten Folgen kommen. Also vielleicht habt ihr es ja mitverfolgt. Das macht ja der General Wasti oder General Waste oder wie auch immer er genannt werden will, ganz alleine. Oder er... Hey. Oh oh, ich habe jemanden schießen gehört. Hoffentlich hat das nicht mir gegolten, dieser Schuss. Ich glaube, ich gehe lieber ins Bett. Ich bin mal wieder ein Scheißer. Aber lieber ein Scheißer als tot. Es ist mein Tipp für den Krieg für euch. Wenn ihr mal im Krieg seid, bitte lieber Scheißer sein als tot. Und das hier, dass das ein Penis sein soll, das hat der Shogi beim letzten Mal reichlich spät erst mitbekommen. So. Ratzepü, Ratzepü. Was ich noch sagen wollte, heute ist übrigens, also Mai ist übrigens in Amerika... Habe ich gelesen, der Monat der Masturbation. Habt ihr das gewusst? Also ich glaube, der Shotgunita hat es gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es vorher auf Bild.de gelesen. Da schaut man mal wieder. Monat der Masturbation. Gibt es denn auch einen Monat des Sex? Also der gegenseitigen Liebe. Nicht nur der einseitigen. Das würde mich immer fragen. Das frage ich mich. So. Man weiß es nicht. Ach, ich finde den Soundtrack echt cool. Also manchmal denke ich mal, den Soundtrack, den wir so benannt haben, der ist richtig stimmig, der macht Spaß, der macht Laune. Da kann man gespannt sein, weil das ist genau der richtige Soundtrack für unser Minecraft Let's Play. Ich bin ganz begeistert, man hört's, gell? Man hört's ein bisschen. So. Wie viel Uhr haben wir's denn? Muss ich denn schon langsam fertig werden? Ich habe jetzt gerade keine Uhr mit. Ah, da ist meine Uhr. Meine Uhr sagt, es ist kurz vor drei Viertel und ich möchte natürlich zum Anpfiff da sein, weil ich möchte nämlich das Tor von Neymar in der zweiten Minute sehen. Wahrscheinlich, also ihr wisst natürlich viel mehr morgen, weil ihr werdet wahrscheinlich den Ausgang des Spiels schon mitbekommen haben, wenn ihr nicht ganz hinter dem Mond lebt oder wenn euch Fußball überhaupt nicht interessiert ist, soll es ja auch geben. Das wäre ja auch erlaubt.
Sind die jetzt schon reif oder nicht? Ich probier's mal. Sie waren es noch nicht. Schade. Da hinten, der ist reif. Der ist Marcel. Der ist Marcel reif. So. Da vorne der wir auch noch einpflanzen. Mit einem Samen, einem Bisa. Samen. Und wo gibt's denn noch was zu pflanzen? Hier gibt's was zu pflanzen. Schön. Hui. Jetzt haben wir aus. Wunderbar. Schaut doch gut aus. Also langsam gedeiht unsere Paprika, wollte ich fast. Boah, 64 Samen. 64 Weize. 64 Weize. Da werden wir uns. Nein. Ach, was ist denn da los? Ah ja, die stehen ja auf Weize. Ach Gott. Beinahe vergessen. Huiuiui. Ich bin halt wieder total verpeilt. Man merkt es gleich gar nicht. So. Da werden wir erstmal Weize hinlegen. Ho, ho, ho. Oh, Brot. Brot. Schön. Wie tut man gleich wieder das so teilen? Nein, falsch. Das war Steuerung und richtigklick. So, na. Rechtsklick war. Steuerung, rechtsklick. So. Und, boah, 20 Bröter. Das ist mal krass. Steuerung und rechtsklick. Cool. Ja, ich muss noch ein bisschen die Steuerung lernen. Wie ihr wisst, ich bin nur Minecraft-Noob. Hoi. Genau. Minecraft-Noob. Den wir da hinlegen und das den wir dann wieder rein. Wow. Und ich muss die Steuerung noch lernen. Die ist noch nicht ganz so drin. So, was habe ich mir nur aufgeschrieben. Also Tadl und Adi haben wir abgearbeitet. Mit ihrem komischen Ei. Ah, da ist ein Ei. Ah, wieder Küki, Küki, komm, komm. Schmus mal. Schmusi. Schmusi, Schmusi. Schmusi. Und mein Nachbar wird sich denken, was macht denn der da? Schmusi, Schmusi. So. Dann mal das Brot rein. Halt. Ich brauche jetzt sogar ein bisschen Brot. Ich nehme einfach die Hälfte raus. Jo. Und die andere Hälfte, die ist für ein Shogi da. So. Oi, und Rülpsano. So. Und dann der mal hier oben. Glas haben wir. Schau mal, da schau her, da haben wir Glas. Das der mal übereinander stacken. Und hier haben wir gar nichts mehr. Dann der mal hier unten Kohle. Nicht 47, sondern 8. 8. Und dann der mal alles das Eisenerz rein. Sagst nichts mehr. Und ich brauche Lehm, haben wir beim letzten Mal gesagt, weil ich möchte ja ein Dach bauen. Oder? Das wäre doch was. Ein schönes Dach. Mit Ach und Krach. Ein Dach. Das haben wir nur aufgeschrieben. Lion T habe ich mir noch aufgeschrieben. Oder Lion T, Lion T, Leona, Mr. Brell, Bressack. Keine Ahnung. Oh, schön. Schön ist das geworden. Aua! Jetzt muss ich doch essen, weil sonst heile ich nicht mehr. Und Rülps. Schön. Also, was wollte ich sagen? Der Lion T, der ist ja mega gedisst worden, dass er Kinder abzockt, was ja eigentlich auch stimmt. Darf ich das sagen? Nicht, dass ich ja plötzlich eine Unterlassungsklage vom Lion T an den Schädel gedonnert kriege. Ich sag's jetzt einmal. Er nutzt schon den guten Willen kleiner Kinder aus. Das darf man wohl so noch sagen. Und jetzt, wenn wieder ein Creeper kommt, dann leckt's mich doch am Arsch. Wenn wir das einmal abstecken, da ist ein Schaf. Puh. Schaf, Schaf, Schaf. Hier vorne gab es, glaube ich, Gänse. Chicken. Mir ist das deutsche Wort entfallen und das war Hühner, genau, Hühner. So. Also, heute wieder ein bisschen langweiligere Folge. Ich entschuldige mich. Shotgun Eater und der General Waste, die machen natürlich immer schön Radau. So, jetzt habe ich fast keine Fackel mehr. Also, kramen uns einmal so durch. Wird schon gut sein. Ich brauche nur Stein für unsere tolle Silo. Für unser tolles Silo. Aber beim nächsten Mal gibt es, glaube ich, das Gewinnspiel. Und das Abonnenten-Special kommt dann auch irgendwann.
Das Gewinnspiel ist ja das Gewinnspiel zum Abonnenten-Special. Und das Abonnenten-Special haben wir auch noch nicht abgedreht. Wie gesagt, der Shotgun-Eater, der ist gerade beschäftigt. Der ist nämlich Pornoregisseur. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Mei, jetzt wird er mal beleidigt sein. Hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört, weil ihr schaut ja unsere Folgen nicht mehr. Und ich glaube, ich könnte jetzt sagen, Shotgun ist, der ist ein Depp, ohne dass er überhaupt was mitbekommt. So, haben wir wieder genügend. Ja, da schau her. Und dann Wolle scheren wir jetzt auch noch. Okay, das ist jetzt das Letzte, was wir heute machen. Wir scheren Wolle, wir ernten das Feld ab und dann, was machen wir dann? Und dann machen wir schon wieder Schluss. Es war halt eine lahme Folge, ich weiß. Aber es muss halt auch mal lahm sein. Und als Einzelner erreicht man halt wirklich gar nichts. Außer hier so Löcher reinzuspringen. Schaut eigentlich ziemlich... Ja, schaut blöd aus. Wenn ich ja meinen Eimer hätte, dann würde ich das dann so nachfüllen und hätte man einen kleinen Badesee. Da könnte sich dann der Shogi reinlegen und könnte seine dreckigen Zehen waschen. So, habt ihr mal wieder neue Eier? Nein, keine neuen Eier. Seid aber auch unproduktiv, ihr blöden Gänse. So, gehst du weg. So, da können wir jetzt alles zu schustern. Hier, Schuster. Mei, das ist eine tolle Musik. Ach ja, damals, als es noch Gronkh gab, als er noch Minecraft spielte, da war ich so verliebt in Minecraft Let's Plays. Und heute können nur noch die YouTuber mit ihrem tollen Soundtrack, ihrer tollen Stimmung und ihren wunderbar schön klingenden Stimmen meinen Alltag erhellen. Ich hoffe, ihr denkt genauso. Wäre cool. Ja, mir geht irgendwie schon das Let's Play vom Gronkh, das geht mir ab. Oi, das war Schmarrn. Das darf man ja gar nicht laut sagen. Weil sonst ist er wieder beleidigt, weil er ist immer gleich beleidigt, wenn man sagt, dass sein Minecraft Let's Play geil war und dass er doch bitte weitermachen soll. Weil ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr auf Minecraft. Finde ich blöd. Also ich ziehe jetzt da mal so einen Steinweg hoch. Ein Steinway. Steinway-Flügel habe ich jetzt so gebaut. Das schaut doch cool aus. So. Coolinger. Ah, das schaut schon mal nach Silo aus. Das wird ein cooles Silo, sage ich euch. Also da können wir natürlich noch Stufen hoch. Und da könnte ich fast... Ich denke es mir doch gerade. Da könnte man doch... einen Einlass machen. Aber da braucht man Stein dafür. Jetzt habe ich wieder keinen Stein. Ich dödel. Dann weißt was? Da macht man heute was ganz was Unproduktives. Da haben wir das noch rein. So. Da macht man so ein Holz. Ein oh mei, jetzt rühren wir schon die Morgenstimmung. Ihr werdet euch denken, der spinnt doch. Jetzt soll er sich erst bauen. Jetzt tut er es wieder abreißen. Ja, ich spinn schon. Und wie viel Uhr haben wir es denn? Wo ist denn meine Uhr? Ah, da ist meine. Jetzt ist gleich. Kurz vor ganz. Also kurz vor knapp. Und jetzt müssen wir wirklich aufhören. Ich glaube, Scheren und so Zeug, das mache ich erst wirklich in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt doch bloß noch zu und dann baue ich mir eine Tür und dann habe ich meine Ruhe. So, geht das da auch? Ah, da haue ich mal das auch noch raus. So, dann haben wir so einen Steinpforte. So, hier. Ja, beim letzten Mal ist uns ja Musik ausgegangen, wie peinlich. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie... Ah, doch, da geht die Tür. Nein, der Birkenholz geht. Ach, beruhigend. So, und zur Feier des Tages schere ich jetzt doch noch die Schafe. Ist der Abend schon recht jung, geht der Bauer in die Stallung und schert die Schafe mit Bedarf. Dann kriecht er in eine scharfes Popo. Nee. Hey. Ich bin voll gegen Sodomie. Das muss hier an dieser Stelle gesagt werden. Die armen Viecher sind auch Lebewesen. Bitte lasst die armen Viecher in Ruhe. Das meine ich so. Das meine ich so, wie ich es denke. So, und jetzt haben die wieder Eier gelegt. Jetzt können die wieder die hinschmettern. Und dann war es wirklich. Und nichts war's. Dann lege ich mich ins Bett. Und wünsche euch noch einen schönen Mittwoch, den 13. Ich hoffe, ihr habt es nicht Unglück gehabt heute, weil das kommt ja immer abends raus.
Und bis dahin, also bis nächste Woche, wünsche ich euch einen schönen, schöne Zeit. Und nächste Woche dann Gewinnspiel. Also einschalten. Bei den YouTubern, liken nicht vergessen, favorisieren nicht vergessen. Auf Facebook haben wir zwar nichts, aber da könnt ihr auch mal drauf gehen. Twitter auch mal liken und abonnieren und fragt mich nicht. Schieß mich tot. Bis dann. Führt euch.